So, einen schönen guten Abend. Ich entschuldige mich erstmal hier für die Unannehmlichkeiten, aber wie so ein scheiß kleines Tool hier mal komplett den Anfang kaputt machen kann, verstehe ich nicht. Core-Temper Schuld hat zu einem Absturz meines PCs geführt. Danach war irgendwie das XSplit-Plugin kaputt. Keine Ahnung, habe jetzt XSplit fix neu installiert. Jetzt geht's wieder. Bin auch auf dem Server, wir haben jetzt leider hier die ersten Runden verpasst zwischen Universal Soldiers und Copenhagen Wolves. US, das neue Team, ehemals ESC, die es nicht mitbekommen haben. Haben wir gerade eine komfortable Führung. Ich versuche mich so langsam ins Game zu fitzen hier. Ich habe die Bitrate ein bisschen runtergenommen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das Bild einigermaßen solide ist. Ich hoffe, dadurch können einfach wieder die Leute auf Source schauen. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. So, beide Teams sind am Wochenende auch in Köln auf den MS One Finals. Treffen aber, glaube ich, nicht aufeinander in der Gruppe. Ich glaube, US ist Gruppe B und Copenhagen Wolves Gruppe A. Von daher wird man sich hier kaum irgendwas aufsparen. Für Copenhagen Wolves ist es schon das zweite oder sogar dritte Match. Gestern Abend habe ich ja gestreamt. Da hat Copenhagen Wolves gegen Astana Dragons gewonnen. Und die Polen heute hier mit ihrem Auftaktmatch. Um Gottes Willen, was für ein Spray von Dupree. Irgendwie über 30 Schuss in die Walachei geballert. Pascha nur einen Hit gegeben. Ja, und das neue Lineup von US, von Universal Soldiers mit Bjali und Snacks oder Snacks. In dem Match läuft es ja schon mal ganz gut. Leider, wie gesagt, die ersten Runden verpasst. Demzufolge schwierig einzuschätzen, ob das jetzt gute Runden waren von US oder. Keine Ahnung, wie das Match jetzt bisher verlaufen ist. 2 gegen 3 Situationen. Läuft ganz gut. Oh, sehr schön rumgezogen mit Snacks. Boah, sehr, sehr schön runtergespielt. Neo da allen voran den wichtigen ersten Frag gezogen, damit die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und dann konnte Snacks rumziehen. 7 zu 2. Copenhagen Wolves mit Eco. Not legen sich. Quali sollte passen. Ich schaue es mir natürlich heute danach nochmal an. Habe auch wieder zwei extra Befehle drin. Aber mal gucken. Optimalen Settings habe ich noch nicht wieder gefunden. Ich hatte ja große Hoffnung an dieses Quicksync, aber das verursacht leider ein sehr, sehr schlechtes Bild. Bei schnellen Bewegungen, vor allen Dingen Ultra-Artefaktbildung. Das ist nicht hinnehmbar. Auch wenn es Vorteile hat. CPU-Auslastung war extrem niedrig. Aber gut, anderes Thema. Ja, zurück zum Match. 3 gegen 3 Situation. Mitte gab es ein bisschen Geplänkel. HP-Vorteil bei den Polen. Gehen jetzt auch wieder Mitte raus zu denen. Irgendwie hitten sie nicht so wirklich, was die denen. Bisher alle Aim-Duelle irgendwie verloren, die ich jetzt hier so gesehen habe. Oh, Bjali nutzt da hervorragend die Smoke. Oh, bei dem ein bisschen veraimt.
Neo im One-on-One. Scheint ein gutes Spiel abzuliefern. 10-3 Sets. Freeze muss ihn schon gehört haben. Oh, er geht gut gegen. Und Neo rechnet damit. Nice. Und gibt ihm direkt. Sehr stark gespielt für Neo. Gut gewartet dort. Nichts überhastet. Vielleicht ein bisschen kleines Risiko genommen. Schön Freeze da. Gereadet. 8-2 die Führung. Bombe gelegt. Ah, 3-4. Jetzt müssten sie vielleicht Eco haben. Schau mal nebenbei die Quote an. Auf Readmore. Uiuiui. Da haben 90%, also glatt 90% auf die Wölfe getippt. Nur 10% auf Universal Soldiers. Ich glaube, ja. Ich bin auch einer von den 90%. Also schon ein bisschen überraschend. Mal gucken, ob sie das hier wirklich in ein hohes Ergebnis ummünzen können. Oder ob es nochmal knapp und spannend wird. Bisher eine sehr gute CT-Leistung. Wie sieht der Ping aus? Im Bootcamp scheint sie nicht zu sein. Aber ich denke mal, die werden ordentlich gekellert haben in letzter Zeit. Ich meine, die Line-Up-Umstellungen bei den Polen gab es nicht umsonst. Jetzt mit den zwei Neuen will man wieder angreifen und wieder zur internationalen Spitze gehören. Dafür wird man sicherlich einiges tun. Das scheint sich schon mal auszuzahlen. Wieder direkt First Track gesetzt da gegen Dupree. Kein Damage da gegeben bisher. Freeze auch schon low geschossen. Also perfekter Start wieder. Wie sehr sie da Mitte kurz blocken. Einer steht close am Tor. Zwei noch kurz. Also gegen den B-Split stehen sie echt ganz gut. Bombe noch Mitte oben. Langspieler zieht sich weg. Wird also eher wirklich ein B-Split werden. Ja, der zieht sich jetzt Cutters. Werden wahrscheinlich kurz noch ein bisschen faken. Pjali macht es aber gut. Wenig Damage. Belebt lange. Und Neo. Ah, hier ist Neo. Ui, was hat der für einen Schlitz? Wir haben ihn nie gesehen. Oh, da wurde sich aber durchgeduckt. Oh, der macht den einen. Krasser Schlitz. Also ich glaube, der als Terror sieht man den gar nicht. Wenn man das nicht weiß, hat man keine Ahnung, wo der CT sitzt. Dann merkt man, dass sich Neo da viele Gedanken gemacht hat, wo er sich hinstellen kann. Hier zwischen... Krasser Scheiß. Das hätte ich gerne mal aus der anderen Perspektive gesehen. Not bad. Hat sich auch gelohnt. Zwei Flex konnte gesetzen, damit die 10. Runde besiegelt. Sehr krasse Vorstellung. Copenhagen Wolves relativ low equipped. Zwei nur mit Galil. Einer hat gar keine große Waffe. Auch das, glaube ich, neu im Spiel von US Snacks an der... oder Snacks... an der Main AWP. Nicht mehr Pascha. Wobei es ist das erste Spiel, was ich von denen sehe. Oder kommentiere. Wir sehen, nachher um 21 Uhr spielen sie noch gegen Astana Dragons. Mal schauen, ob da auch noch Snacks die Abend spielt. Vielleicht greift Pascha aber auch ab und an auf irgendeiner Map dazu. Wenn man Doppel-AWP spielt, bin ich mir relativ sicher, dass Pascha die zweite dann spielt. Wobei man... ja, Neo kann man sie auch in die Hand geben. Und irgendwie ist kein Durchkommen. Nirgendwo. Kurz wird gut geblockt. Mitte ist safe, B ist safe. 11-2. Verdiente Führung.
Jetzt sogar Doppel AWP. Ja. Wie ich es gesagt habe, Pascha mit zweit AWP, aber ich glaube, das haben sie jetzt nur gemacht, weil sie so hoch führen. Nicht nötig gewesen wäre das nicht. So, Piali hat sich durchgesneakt. Silent Flash von hinten. Sehr, sehr starker Move. Pimp da aus dem Spiel genommen. Snacks macht B, trifft auch direkt. Sehr, sehr gut. Tess benimmt kurz. Kann mit dem Smoke noch gut arbeiten. Piali wird jetzt Tess wahrscheinlich noch schieben und ihnen helfen. Sehen, ob der Support rechtzeitig kommt. Na, hat sich Tess am Schlitz gezeigt. Aber man merkt, Universal Soldiers wollen immer kurz blocken. Funktioniert auch echt ganz gut gegen Copenhagen Wolves. Oh. Hat er nicht gesehen. Pascha macht lang. Da ist einer von. Er hittet ihn. Piali, schöne Silent Flash kurz. Pascha hat die Ansage bekommen. Nate sah es überhaupt nicht. Aber egal, seine AWP-Schüsse treffen. Ui. Da haben wir auch noch nie gesehen, dass man hier über die Kante hoch kann. Sehr, sehr geil. Schon zwei neue Sachen in dem Match gesehen. Dafür hat es sich doch schon mal gelohnt. Mal wieder 1-on-1 Neo. Diesmal nicht gegen Freeze, sondern gegen Dupree. Aber auch das gewinnt er. Easy mit Kit durch die Fusen. 12-2. Aber schön mal wieder eine knappere Runde zu sehen. Ah, muss ich mal selber testen. Ah, schauen wir hier in dieser kleinen Ecke. Habe ich so noch nie gesehen. Das wäre schon eine. Wäre schon eine Ansage hier, die Halbzeit mit 13-2 zu beenden. Jetzt soll es nochmal Richtung B schnell gehen. Sehen wir, Neo das handelt. Molly. Oh, das ist gar nicht gut. Autosniper trifft. Snacks mit sehr schicken Set quasi. Farblich passen da die Waffen zusammen. Kein Retake über Cutters. Bisher noch alle vor B. Auch keiner hinten Platz hoch. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Sehr schön. Da kommt die erste Flasche. Gehen mit Flashes rein. Und die scheint ganz gut gewesen zu sein. Jetzt fehlt nämlich eigentlich der Plateauspieler, der damit hilft. Aber es scheint auch so aufzugehen. Trotzdem wäre es sehr wahrscheinlich nie so knapp gewesen. Ja, Pascha rechnet da in der Smoke mit ihm. Freeze hat sich da lange nicht gezeigt. 13-2. Trotzdem eine sehr, sehr schöne erste Hälfte von den Polen. Und wenn sie jetzt die Pistole holen, dann ist das Match schon so gut wie vorbei. Im Anschluss daran gibt es bei mir Navi gegen Ad Faculty auf Inferno. Und um 21 Uhr dann nochmal Universal Soldiers auf das 2 gegen Astana Dragons. Die gestern ganz gut gespielt haben gegen Very Games und Copenhagen Wolves. Leider beide Spiele verloren haben. So, mal gucken, wie sie hier aufbauen. Direkt Todesgang. Das wird ein schneller B-Go. Oh, Pimp macht den ersten mit P250. Gibt es die Flash fürs Neo. Sehr, sehr schönes Teamplay. Krasser erster Schuss auch von Pimp. Da sieht die Runde schon super schlecht aus. Die Runde geht auf jeden Fall bisher auf das Konto von Pimp. Alle T's noch in den Cutters. Boah, und Fetisch schon Mitte oben. T-Base. Scheinbar lang rausgepusht. Sehr gut gespielt. Jetzt lassen sie für meinen Geschmack die Mitte ein bisschen sehr offen. Fetisch hat eigentlich gar nicht so viele Infos bekommen dort, wo sie jetzt genau sind. Wird jetzt Freeze geholt. Pimp mit seinem Nächsten. Gleich das Ace machen.
friedlich über Katas. Schöne Weltreise, die er da gemacht hat. Spielt es aber auch safe. Flashes made. Geht auf jeden Fall A. Aber da stehen noch zwei Leute da in dem Goose. Zeigt sich auch gar nicht. Muss auch nicht mal Fries. Teilt direkt aus. Jali macht den ersten Frag hier in der Pistol für Universal. Oh, den zweiten. Schade, dass er keine Bombe hat. Das hätte er jetzt legen können. Dem dritten rächen da unten nicht. Kommt mal irgendwo, holt sich die TT-Pistol. Vermutlich hat Universal Soldiers das vorhin auch getan. Damit bleiben die denen im Spiel. Mal schauen, wie lange. Überlang. Bjali mit einer Galil. Ah, sie haben alle haben alle gekauft. Kleine Weste, aber. Ah, weiß nicht, ob es das bringt. Oh, bisher schon. Fries kassiert da direkt den Head auf dem A. Okay, Neo hat große Weste. Tess auch. Snacks kleine. Okay, Pascha auch große. Das hat mich gerade ein bisschen verwundert da bei Snacks, warum er kleine Weste hat. Würde sich nicht so sehr lohnen. Jetzt kommt doch endlich der Refactor kurz. Und Jali ist lang durch. Sehr schön. Kann der Frank setzen. Kurzfeld auch. Damit sogar die Überzahl für Universal Soldiers. Dupree ist aber super schnell an kurz da. Und die T's sind alle low. Dann kann er jetzt abräumen mit seiner MP7. Pim kommt nochmal über lang. Damit werden sie vermutlich nicht rechnen. Und so eine gute Waffe haben sie auch nicht gegen die M4 da. Stark von Pimp. Aber Neo wieder 1-on-1. Hat bisher alle 1-on-1s geholt, die ich gesehen habe jetzt. Zumindest in dem Match. Oh, aber den Nate perfekt geworfen von Pimp. Macht ein hervorragendes Spiel. Kein Kit, aber das... Ja, das reicht von der Zeit. Damit 5-12, aber sehr, sehr gute Runde. Vielleicht kaufen sie direkt nochmal. Vielleicht haben sie ja die Eier dazu. Ja, haben sie sogar. Ganz gute Entscheidung eigentlich. Typisch 1-6 hat man früher häufig gesehen, dass wenn man zweite Runde kauft und die knapp ausging, dass man dann direkt nochmal kauft. Um einfach wirklich direkt den Gegner in die Eco zu drängen. Aber Fries zuvor AWP-Eco gemacht. AWP ist sich jetzt geleistet und damit auch First Track gesetzt. US in der Mitte, Bjali zieht sich zu ihnen. Und daraus könnten sie gehen. Tess hat eine Smoke. Und den sieht es auch erstmal kurz. Soll, glaube ich, ein Fake werden, oder? Ja, sah gerade so aus, ob es ein Fake werden würde. Wenn Neo da so gerade das oben hingegangen ist. Geht allein mit raus, trifft auf überhaupt keine Gegenwehr. Da hat sich nicht mal wirklich einer gezielt, außer Fetisch dort. So, Fries kann danach machen. Verschießt den ersten. Macht jetzt seinen zweiten in der Runde. Dritte folgt zugleich. Mann, das kann kein Durchkommen. Aber haben sie. Jetzt fällt Fries da endlich. Legen können sie. Aber gegen vier mit Galil keine Equip. Unmöglich zu holen. Sechste Runde auf dem Konto von Copenhagen Wolves. Aber Bombe gelegt, jetzt sollten sie mal überlegen, eine Eco einzulegen und dann ruhig auch mit Gegen-AWP zu spielen. Für alle, die sich fragen, wer Ansager ist bei Universal, das ist Snacks. Wundert mich da ein bisschen, dass er die Main-AWP dann spielt. Aber gut, werden schon wissen, was sie tun. Ansager bei Copenhagen Wolves ist Fetisch.
ist es auch. Oh, Pimp echt solide. Pistol klar gemacht. Vorhin das One-on-One, das Wichtige geholt. Macht einen guten Job. Auch Fries relativ treffsicher. Das könnte nochmal eng werden. Legt euch dann kurz an. Es spielt nichts Schnelles. Stellen sich aber jetzt schon für eine Langeinnahme auf. Der war in der Mitte schon Neo gestorben. Wurde nicht gebankt. Schöne Flash von hinten. Wissen, dass da einer ist. Sehr schön. Yali setzt ihn da. Smoke von hinten von den A-Spielern. Snacks orientiert sich gerade Richtung B. Bombe Mitte oben, also wird... Sie haben noch eine Minute, sie können noch B gehen. Weiß nicht, warum Bjali da jetzt so lange noch bleibt. Boah, fertig. Hätte sich da lieber von Dupree vielleicht flächen sollen. Boah, ein paar gute Headshots. Ein bisschen fahrlässig gehandelt von Copenhagen Wolves. A ist komplett frei, jetzt kann natürlich Bjali auch über... lang kommen und vermutlich sollte es doch überhaupt kein B-Split werden. Na. Weiß nicht, die Runde haben sie gerade nur geholt, weil Copenhagen Wolves ein bisschen blöd an kurz stand. Trotzdem verlieren sie zu viele Waffen. Man sieht, so viel Geld haben die Polen nicht. Jede Waffe, die sie durchbringen, ist wichtig. Im Gegenzug zu Copenhagen Wolves, die hier mit reichlich Geld gesegnet sind. Noch keine Gegner-AWP. Wieder geht's lang. Bisschen schneller raus als zuvor. Oh, mit rechts, finde ich, haben sie nicht gerechnet. Jetzt fällt er endlich. 3 gegen 3. Oh, starke Reflex von Pascha. Beziehungsweise den rechts gereflekt, den davon gefrackt einfach nur. Neo, diesmal steht er da in der Mitte. Kommt auch schon Hits. Gibt auch schon Hits an Dupree. Sehr, sehr, sehr schnelle Runde. Gefällt mir so eine leicht verzögerte Langeinnahme, um da den frühen HEs aus dem Weg zu gehen. Letzte Chance für Copenhagen Wolves hier im Match zu bleiben. Letzte Kaufrunde dürfte das sein. Jetzt hat das nächste gegen AWP direkt geschossen. Jetzt machen wir. Boah, und Fries macht's. Hat schon eben gedacht, dass es ein Fußhit nur ist. Aber durch dieses ekelhafte Interp. Delay. Ich glaube, der GoTV ist auch wieder hier in USA. Ja, 130er Ping ist halt so ein Witz. Europäisches Match und die GoTVs werden auch nicht hier gehostet. Das soll mal einer verstehen. Ich tue es nicht. Aber es läuft ja ganz okay. Schöne Zerstörung hier in der Runde. Gegen AWP hat sich überhaupt nicht ausgezahlt. Fries hat da gut aufgeräumt. Zwei Fracks gemacht. Die anderen beiden hat sich fertig geschnappt. Das ist jetzt auch schon gepusht. Snacks Posi ist jetzt bekannt. Da wird er auch jeden Moment sterben. Schöne 5er Runde von den Copenhagen Wolves.
Abo US. Eine können sie legen. Ich weiß nicht, ob sie sich das jetzt wirklich damit kaufen wollen. Kaufen nur ein paar P250. Bisschen Equipment hier bei Bjali und Snacks. Pascha. AK komplett voll gekauft. Hat er trotzdem jetzt noch mehr Geld als seine anderen Mitspieler. Fries kann wieder mit der Frex setzen. Den zweiten sogar auch noch. Ist der erste gestorben, wieder Palme. Ja. Also da müssen sie Obacht geben. Müssen sie besser smoken. Vielleicht auch mal nicht direkt oben aufbauen, sondern eher über Cutters. Vielleicht Fries mal auch mit einem schnellen Move über die Cutters töten. Aber er hat da guten Support von Dupree. Schöne Aufstellung da eigentlich Mitte. Darauf müssen sie sich jetzt irgendwie einstellen. Zwei Runden brauchen sie noch. Jetzt Copenhagen Wolves schon ganz gut rangekommen hier auf 9 Runden. Also der lange Move hat bisher gut geklappt. Müssen es halt nur mal schaffen, wie ich eben schon gesagt habe, in der Mitte mal nicht zu sterben. Dann können sie. Wenn sie die Runden eigentlich auch holen. Wo ist Fries jetzt? An der langen. Variiert er ein bisschen. Nate saß nicht mehr. Chipnix macht allein kurz. Hab ich ja noch gar nichts gesehen von ihm. Wir haben jetzt wieder lang eingenommen mit Flash. Oh, schade. Aber Refill kommt, das ist wichtig. Der ist viel Damage gefangen. Da gibt es Gegenflash. Schöner Move von Pascha da. Drauf reagiert, dass sie da lang hinten stehen. Ansage war auch, dass da am Spot noch einer ist. Oh, schade. Neo hat eigentlich ganz gut geschossen. Hat den auf 27p runtergehittet. Das Tun-Tun müssen sie jetzt für sich entscheiden. Gehen gemeinsam kurz gegen. Eine gute Entscheidung. Hier steht nur einer. Und der letzte kommt überlang. Jetzt bekannt. Snacks kann noch einmal gegenflashen. Aber wenn jetzt noch einer hätte, wäre es perfekt. Oh, bleib einfach in der Kiste. Sehr schön. Sehr, sehr stark gespielt. Damit das Draw safe für Universal Soldiers. Kaum sind sie mal nicht in der Mitte gestorben. Wobei natürlich auch Fries nicht dort war. Schon holen sie die Runde. Fries konnte sich nochmal eine Arbe leisten. Spielt einfach außerhalb. Schöne zweite Flash. Leider nicht gut genug. Schneller Kurzscore. Vielleicht gedacht, dass Coming Wolves nicht mehr so gut equipped ist. Paltes. Dachte, da ist der Gegner schon down. Boah, ganz, ganz wichtiger zweiter Headshot. Da war das 3 gegen 3. Wir haben leider keine Smoke mehr für kurz. Diesmal kommt doch keiner über lang. Beide über Base. Pascha hat einen guten Überblick. Ist jetzt hochgesprungen, sollte er nicht tun. Immer die Gefahr, da schlechtes Timing zu erwischen. Oh, kurz stirbt. Jetzt muss Pascha da überleben. Gegen kurz, wenn er das. Nein! Oh, konzentriert sich doch auf eine Seite. Nein, 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 nein. Ach, Pascha. Vor allem, warum. Ach. Das war irgendwie. Komisch auch abgesprochen. Ich glaube, wenn er da bückt, der wird er auch nicht gesehen hier richtig. Hätte sich auf jeden Fall da. Hätte auf jeden Fall das Risiko eingehen müssen und weiterhin zu kurz aimen. Sonst hat Tester keine Chance. Er war zudem auch noch Low HP. Wenn da die alle von allen Seiten kommen.
erstmal Eco. Schnell geht's mit raus. Oh, starker Shot von Fries. Gute Flash gegen der Dupree. Pimp hilft aber vor B mit. Gefällt mir immer sehr gut, wenn man da zu zweit vor B geht. B erstmal offen lässt. Und sich um die Mittelspieler kümmert. Da meistens mehrere Spieler über die Mitte kommen. Und eigentlich immer nur einer oder maximal vielleicht zwei über Cutters. So, 15-11. Vier Runden verbleiben noch. Drei eigentlich. Na, vier mit der. Also Pascha irgendwie so ein Refrag-Garant. Und lang kommen sie immer ganz gut raus. Jetzt lecken hier Leo und Pascha ein bisschen rum. Ah, das ist nervig. Was ist denn jetzt los? Warum lecken jetzt alle auf einmal? Überzahl. Pascha haben sie mit Lower P noch in der Gruppe abgestellt. Und er gibt mit. Mit Galil Headshot gegen die AWP. Auf die Distanz. Oh, Pim. Oh, was ein perfektes Timing. Gerade wollte der lange Spieler rum, wird dann von hinten gekillt, dreht sich um und wird dann von Pascha gekillt. GG Universal Soldiers gewinnt das Spiel mit 16-11. Schöne Vorstellung von den Polen. Hätte ich nicht gedacht.